Star Wars hat nicht alle Sachen richtig gemacht. Aber eine Sache, die niemals schlecht geworden ist in einem Star Wars Film, sind die Lichtschwertduelle. Jedes einzelne hat seine Besonderheit. Heute bewerte ich alle Lichtschwertduelle in Filmen sowie Serien im Star Wars Universum nach Kampfstil sowie emotionale Tiefe. Wichtig hierbei ist, dass das meine Meinung ist. Also, los geht's! Hallo, wie geht's denn so? General Kenobi! Auf Platz 10 befindet sich das Duell zwischen den Rivalen Obi-Wan Kenobi und General Grievous. Es ist ein sehr schnelles Lichtschwertduell, dafür eins mit sehr coolen Elementen, zum Beispiel die Verfolgungsjagd oder der Faustkampf zwischen den Kontrahenten. Somit ein verdienter 10. Platz. Arme hin oder her, euch muss klar sein, dass ihr verloren seid. Mein Platz 9 ist das Duell zwischen Rey und Kylo Ren. Was ich an diesem Kampf sehr mag, ist der Kampfstil. Dieser ist nämlich eine Mischung aus Original- und Prequel-Trilogie. Und das Ganze sieht mit den heutigen Effekten richtig schön aus. Das Negative an dem Kampf liegt daran, wie der Kampf ausgeht, denn Kylo Ren verliert den Kampf. Also das verstehe ich bis heute immer noch nicht, denn Rey hat noch nie ein Lichtschwert in der Hand gehabt und Kylo hatte schon jahrelanges Training mit Snoke. Das ergibt für mich einfach wenig Sinn. Der Kampf ist trotzdem schön mit anzusehen und somit auch ein gerechtfertigter 9. Platz. Together, you're going slowly on the left. Taking him now. No, Anakin, no! No! Auf Platz 8 ist meiner Meinung nach der Lichtschwertkampf aus Episode 2, Count Dooku gegen Anakin, Obi-Wan und Yoda. Ein Pluspunkt für dieses Duell ist auf jeden Fall die Anzahl der Charaktere, die aufeinandertreten. Der Kampf bietet echt viel Abwechslung, da der Count als erstes gegen Anakin und Obi-Wan kämpft, dann gegen beide einzeln und zuletzt gegen Yoda. Zudem passieren auch viele Dinge, wie als Anakin seinen Arm verliert, nachdem er mit 2 Lichtschwertern gegen Dooku kämpfte. Das Negative an dem Kampf aber ist, dass er erzwungen wirkt. Denn eigentlich hätte es ihn nicht gebraucht. Der Kampf an sich ist sehr geil, aber die Frage ist, ob er nötig war. A new apprentice you have, Emperor? Or should I call you Darth Sidious? Master Yoda, you survived. Surprised? Auf Platz 7 habe ich den epischen Kampf zwischen Yoda und Imperator Palpatine. Dieser Kampf hat eigentlich fast nur Positives. Was ich besonders an dem Duell mag, ist die Location, wo sich die Großmächte bekämpfen, nämlich mitten im galaktischen Senat. Dabei benutzen sie nicht nur ihre Lichtschwerter, sondern beide benutzen hauptsächlich die Macht, was den Kampf umso spannender macht. So ist dieses Duell ein echter Showdown zwischen heller und dunkler Seite der Macht. Das einzigst Negative hierbei ist, dass der Kampf etwas zu kurz geraten ist. Master. Auf Platz
Platz 6 befindet sich ein Duell aus der Serie The Clone Wars. Ich kann gar nicht viel zu diesem Kampf sagen, außer dass er vollgepackt mit Action ist. Denn nachdem Maul die Kontrolle über Mandalore übernimmt, erkennt Palpatine, dass er zu einem Problem werden könnte und macht sich selbst die Hände schmutzig. Das Aufeinandertreffen dieser dunklen Machtnutzer macht den Kampf allein schon episch. Das einzig Blöde ist, dass die Storyline von dem Kampf leider abrupt abgebrochen wird. Doch dies wird sich sicher ändern, wenn dann nächstes Jahr die 12 neuen Folgen zu The Clone Wars kommen werden. Have mercy. Please, please. There is no mercy. Den 5. Platz hat sich der finale Lichtschwertkampf der Originaltrilogie gesichert. Und es hat sich auch genauso angefühlt. Es war ein krönender Abschluss einer Trilogie. Denn nach dem letzten Duell haben sich Lukes Fähigkeiten verbessert, was den Kampf umso spannender macht. So haben am Anfang beide die Möglichkeit, das Gefecht für sich zu entscheiden. Doch als Vader Lukes Schwester erwähnt und er ihn somit wütend macht, verliert Vader schnell den Kampf. Was ich an diesem Kampf sehr mag, ist die Interaktion zwischen Vader, Luke sowie auch dem Imperator. Und mit der Musik hat sich John Williams hier mal wieder selbst übertroffen. It was foretold that you would be here. Our long-awaited meeting has come at last. I'm glad I gave you something to look forward to. Auf Platz 4 befindet sich wieder ein Duell aus einer Serie, diesmal aus Rebels. Der Kampf wäre, glaube ich, gar nicht so weit oben auf die Liste gekommen, wäre da nicht die 4. Staffel von Rebels, wodurch der Kampf noch eine größere Bedeutung bekommen hat. Aber dazu komme ich später. Es stehen sich hier Meister und Padawan gegenüber, welche jahrelang in den Klonkriegen gekämpft hatten und eine sehr enge freundschaftliche Beziehung zueinander hatten. Deswegen fällt es Ahsoka auch umso schwerer zu akzeptieren, wer hinter der Maske Vaders steckt. Man fühlt während des Kampfes die Frust und Verzweiflung Ahsokas. Dem gegenübergestellt sind der pure Hass und Wut Vaders. Aber als Ahsoka Vader einen Teil der Maske abschlägt und sie aus Vaders Stimme Anakins heraushören kann, war das für mich ein bewegender Moment. Nachdem dann Ahsoka weiterkämpft, weil Vader immer noch vom Hass geleitet wird, sieht man, wie schon gesagt, in Staffel 4 von Rebels, wie dieser ausgeht. Und zwar sieht man, dass Ahsoka die Lichtschwerter vor ihr in den Boden reinrammt, um ihren Meister vor der Explosion des Tempels zu retten. Da dieser Kampf eine so emotionale Bedeutung hat, steht er verdient auf Platz 4. Ahsoka. Ahsoka. Anakin. The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet. Auf Platz 3 habe ich das wohl bekannteste Duell der Star Wars Saga. Darth Vader gegen Luke Skywalker auf Bespin. Hierzu brauche ich nicht viel sagen. Ich denke, jeder hier kennt den Satz: Luke, ich bin dein Vater. Was ich an diesem Kampf echt sehr gelungen finde, ist die Stimmung. Als ich den Film das erste Mal gesehen hatte, hatte ich richtig Angst um Luke und ich wusste, dass er diesen Kampf nicht heil überstehen wird. Und das zeigt, dass dieses Duell dem Zuschauer Dunkelheit und Angst fühlen lassen will, was auch wirklich perfekt gelungen ist. He told me you killed him. No. I am your father. No. No. It's not true. That's impossible! Oh.
zweiten Platz nimmt sich das wohl überraschendste Duell in dieser Liste ein. Denn nachdem man eine Stunde von Episode 1 schaut, denkt man sich nicht, dass da jetzt noch so ein spannender und atemberaubender Kampf zustande kommt. Aber das, was den Kampf wahrscheinlich so beliebt macht, ist der Fanliebling Darth Maul. Und das ist auch ein Grund, warum sich das Duell so weit oben in dieser Liste befindet. Eine wirklich geile Sache in diesem Fight ist die Choreografie. Denn nachdem man nur die langsamen Kämpfe aus der Originaltrilogie gesehen hatte, war dies etwas völlig Neues. Es war akrobatisch und schnell und machte wirklich Spaß mit anzuschauen. Und durch Qui-Gons Tod kriegt der Kampf auch noch eine emotionale Tiefe. Dieses Duell ist das Beste, was uns Episode 1 hervorbringen konnte. Und deswegen ist es auch auf Platz 2. Nur ein Sith kennt nichts als Extreme. Ich werde tun, was ich tun muss. Dann versucht es. Platz 1 hat sich ganz klar das Duell zwischen Anakin und Obi-Wan verdient. Das Battle of the Heroes. Hier passt einfach alles, von der Musik bis hin zur Choreografie. Es ist ein wirklich gefühlsvoller Kampf, was man aber auch viel Ian McGregors Schauspielerleistung zu verdanken hat, die vor allem in der Szene, wo Anakin anfing zu brennen und er ihm sagt, du warst mein Bruder Anakin, zur Schau kommt. Pure Emotion, sage ich nur. Und wer sich jetzt denkt, wer will den ganzen Emotionsscheiß, der kommt auch nicht zu kurz. Denn Action ist in dem Kampf auf jeden Fall dabei. Da reicht schon, wenn ich euch sage, dass das Duell auf einem Lava-Planeten spielt. Also mich hat der Kampf beim ersten Mal an schon echt umgehauen. Vor allem in den gerade genannten Punkten Emotion und Action. Und da man diese Szene nie oft genug anschauen kann, hier für euch nochmal die Stelle, nachdem Anakin anfängt zu brennen. Es hieß, du würdest die Sith vernichten und nicht, dass du dich hineinschließt! Du würdest die Macht ins Gleichgewicht bringen und nicht ins Dunkel stürzen! Ich hasse euch! Du warst mein Bruder, Anakin. Ich habe dich geliebt. So, das war's für das Video. Wie steht ihr zu meiner Meinung? Schreibt es mir in die Kommentare. Und da Meinungen natürlich verschieden sind, würde ich auch gerne eure Top-Kämpfe wissen. Also, schreibt es unten rein. Schreibt natürlich auch bitte in die Kommentare, welches Top oder allgemein welches Video als nächstes kommen soll. Denn ich brauche in letzter Zeit ein paar Video-Ideen, also wäre sehr gut, wenn ihr mir da helfen könntet. So, dann bleibt nur noch zu sagen, lasst ein Like und ein Abo da, schaut auf unseren Hauptkanal Meister Juju vorbei und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.